Ich sag euch das, eines Tages, das habe ich euch immer gesagt, wird uns Kompost töten. Das wird irgendwann soweit sein. Deshalb ist es eigentlich gar nicht so schlecht, vegan zu sein, weil die Veganer kümmern sich drum, dass uns der Kompost nichts antun kann. Ich bin auch eine Kunstform. Oh nee. Das ist nicht gut. Hallo. Mann. So, jetzt Marcel Hirsch. Aua. 1-0-8, Dritter muss er werden, dann übernimmt er wieder die Führung. Wisst ihr, also nie böse gemeint, aber ich finde das ein bisschen spannender, wenn man, wo man darum, also die Dinger halt, ne, die ich weiß gar nicht, wie heißen die, also wo man einen Slalom drum machen muss, ne. Wenn die Dinger mit Stacheln belegt sind, ne? Also richtig fette Stacheln und die aus Metall oder sowas sind. Das macht das halt den Sport interessanter. Ne? Da würde ich genau gucken. Das Nummer 01800108888, da muss er werden, okay. Dann übernimmt er wieder die Führung. Die Zitrone knallt da fast auf ihn hinunter. Ihr seid gerade beim Sport und auf einmal bewirft euch einfach mal so ein Zuschauer mit einer Zitrone. Ja, Vitamine für dich. Geil. Also mich könnt ihr gerne mit Döner bewerben, ne? Was gibt's denn? Was gibt's denn, Sauce? Sauce, konzentrieren wir uns auf den Lauf. Ihm bleibt auch nicht. Er hat nicht viel verloren da oben. Ja, ich war zumindest das gescheit, dass er. Also, da muss man die Stäbe berühren? Ich dachte, man muss da. Also, man da. Hä? Also, ich dachte, man muss immer da durchkommen. Ist das nicht. Kriegt man da nicht Strafpunkte? Sport kann ich, ne? Sport kann ich. Konzentrieren wir uns auf den Marcel. Oh, super, aber 4 Zehntel wird knapp. Das gerade, was ist denn da hinten runtergeflogen? Aber 4 Zehntel wird knapp. Aber verwahrt, das wird eng. Eng. Mein Arsch ist eng. Aber wenn sie euch. Das könnte sich ausgehen, ja. Jetzt. Hat er gut erwischt. Ja, wir schwingen jetzt hier nur, wir versuchen alles außer. Oh, Marcel Hirscher ist dort. Disqualifiziert. Ja gut, das finde ich jetzt aber ein bisschen frech, ne? Also, weil das war jetzt von der Natur gegeben, ne? Ob man der den Sportler dafür bestrafen sollte, bin ich jetzt nicht so der Meinung, ne? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mal Sport mache, also vor 30, 40 Jahren war das mal so. Und da war es auch so, ne, ich war im Fitnessstudio, ja, war ich wirklich. Und da war auch so, ne, einer hat mich halt da genervt, ne, und der hat gerade Bankdrücken gemacht und ich habe mir gedacht, komm, du setzt dich mal so ein bisschen auf die Stange, so 3-4 Minuten. Und mein Gott, ne, ich habe da auch eine Strafe für bekommen, ey, das macht man nie so, weil der hat keine Luft mehr wegen dir bekommen. Habe ich gesagt, ja, na, das war ein Eingriff der Natur, da konnte ich nichts für. So, jetzt Marcel, danke. Der kann's, der macht das. Was gibt's denn? Was gibt's denn so? Das war gerade ein Trip. Das war ein Trip. Nach so, 18. Konzentrieren wir uns auf den Talus. Ja, wir singen jetzt hier dann nur, wir versuchen alles in Langruß. Geht sich aus, Marcel, da bis ist vorne. Einfacher geht's nicht. Also man muss die Dinger wirklich berühren. Ich habe eigentlich mal gedacht, dass man halt ein Slalom, also man muss da durch, dachte ich. Und wenn man die berührt, kriegt man irgendwie so Strafpunkte, aber scheinbar muss man die berühren. Also ich glaube, er hat gut gemacht. Er hat sehr gut gemacht. Ich hätte ja gar keinen Bock, ne? Also wenn ich da mitmachen würde, ich würde einfach schnellsten Weg nehmen. Wäre mir scheißegal, ob das nicht richtig ist. Wenigstens, ich habe mal immer im Leben Sport gemacht. Da wäre er schon stolz auf mich, ne? Wenigstens eh noch. Weil das ist immer auch so anstrengend und man muss sich da auch bewegen, so mit der Hüfte und kann ich gar nicht mehr, ne? Ich habe
ich bin froh, wenn ich von meinem Stuhl aufstehen kann. Ne, das ist die einzige Bewegung. Und auf Arbeit so bin ich ja gerade froh, dass ich gerade bei meiner Umschulung gerade nur sitze. Also, ja, mehr kann ich nicht. Ich kann sitzen. Ne, das reicht für mich. Ne? Also für mich ist es schon Sport, den Kaffee zu holen von Kaffeeautomaten. Ne? Also nicht für andere Kollegen, nur für mich. Ne? Die anderen können den Kaffee selber holen. Ich bin ja kein Dienstmarkt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt so genau Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.